Es ist eine Jungfernfahrt im Fitness-Buddy-Shop in der Halberstädter Straße. Der erste Grand Prix von Sachsen-Anhalt im Armwrestling lockt Kämpfer aus 8 Nationen in die Landeshauptstadt. Organisator Matthias Hellboy Schlitte, selbst mehrfacher deutscher und internationaler Champion, tritt heute allerdings nicht an. Nächste Woche werde ich dann schon eine Europameisterschaft in Griechenland stattfinden. Also es geht quasi schon nächsten Sonntag mit dem Flieger nach Athen und dann findet die Europameisterschaft in Loutraki statt. Und ich habe hier gerade alle Hände voll zu tun mit der Organisation und brauche da hier alle Energie, da kann ich leider nicht noch antreten hier. Macht gar nichts, denn es sind ausreichend Sportler angereist, um sich untereinander in den Gewichtsklassen 70, 80, 90 und mehr als 90 Kilo zu messen. Dazu kommen noch die Kategorien der Amateure sowie die Damenklasse. In der fighten heute Nicole Romkes und Laura Branding in einem Best out of 3 Matches. Und das heißt genau? Wir kämpfen in einem anderen Turniermodus. Also die Männer kämpfen hier im doppelten K.O.-System gegeneinander. Und wir Frauen kämpfen im Best auf 3 Match. Also das heißt, wir haben 3 Kämpfe, jeweils mit links und mit rechts. Und derjenige, der mehr Kämpfe für sich entscheidet, der ist eben der Gewinner. Das ist eine andere Herausforderung, weil die Kämpfe direkt hintereinander ausgetragen werden und das eben an die Ausdauer geht. Und ja, man hat halt einfach nicht lange Zeit, sich auf irgendwas einzustellen, sondern muss sofort auf den Punkt funktionieren. Und entweder ist der Sieg dann da oder eben nicht. Beim Armwrestling gewinnt meistens derjenige, der über eine größere Schnellkraft und ausgeprägtere Technik verfügt. Großer Unterschied zum Armdrücken: Hier wird im Stehen angetreten und es gibt auf der Tischplatte einen Haltegriff. Wem all das nicht zu viel ist, der kann direkt als Armwrestler durchstarten. Nachwuchs wird immer gesucht. Und jeder Teilnehmer hier hat seinen ganz individuellen Werdegang, wie er Armwrestler wurde. Hallensleben, da bin ich zur Schule gegangen, sucht den stärksten Armdrücker. Und ich habe einfach mal es versucht, war damals dann doch mit 63 Kilo der kleinste, jüngste und leichteste in der Klasse. Wurde am Anfang noch ein bisschen belächelt. Dann habe ich aber allerdings die ganzen Stirnacken geschlagen, habe das Ding gewonnen und dabei bin ich geblieben. Ich war selbst einmal Zuschauer auf so einem Newcomer-Turnier und ja, ich war total angefixt. Also sofort ab der ersten Minute hatte ich diese Faszination für diesen Sport. Es hat eigentlich alles auf einer Party angefangen mit Jan und Fabian Teger zusammen. Und denen hat es dann irgendwann mal gereicht. Die haben gesagt, du bist so gut, du kommst jetzt mit. Und seitdem sind wir dabei. It happened actually around 6 years ago for me. Vor ungefähr 6 Jahren hat es bei mir Klick gemacht. Ich war mit meinem holländischen Sportteam unterwegs. Meine Freundin war auch dabei. Sie hatte mich damals eingeladen, mal mit zum Armwrestling zu kommen. Und weil ich eigentlich aus dem Pferdesport komme und dadurch ziemlich kräftig bin, habe ich schon gute Grundvoraussetzungen. Dann kam eins zum anderen und es ist alles wie eine große Familie und macht total viel Spaß. Du trittst bei Wettkämpfen an, kommst viel durch die Welt und machst Party. Und nun bin ich sogar noch mit einem Armwrestler zusammen. Wer einmal Armwrestling probiert hat, kommt scheinbar nicht mehr davon ab. Das merkt heute auch Hellboy Matthias Schlitte, der sich zur Überraschung des Tages doch noch sein Wettkampfshirt überstreift. So Matthias, dann noch mal ein paar Worte dazu. Du ziehst dich hier gerade um, hast eigentlich gesagt, du machst nicht mit. Wie kommt's denn jetzt? Ja, irgendwie kribbelt es halt doch. Und doch Heimspiel. Ich glaube, die Leute wollen was sehen. Deswegen gebe ich ihnen, was sie wollen. Wir sind gespannt. Vollste Aufmerksamkeit vom Publikum auf seinen Auftritt. Der endet mit einem Disqualifikationssieg. Nicht gerade das Gelbe vom Ei, aber somit musste er sich vor der anstehenden Europameisterschaft in Griechenland wenigstens nicht verausgaben. Thank you.